So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist 12.29 Uhr. Ich habe wieder mal einen Community Raid angesetzt, denn es ist Dienstag. Das Fleckmon, das Gala Fleckmon Event hat begonnen. Wir sind hier in Meiningen. Ich kann mich ja mal kurz rumdrehen. Ja, das ist hier oben der Busbahnhof, Bahnhof Meiningen, irgendwas, keine Ahnung. Da steht hier irgendwie Taxiunternehmen. Da drüben ist der Park. So, was ist denn hier mit der Kamera los? Ich glaube, irgendwie hat hier das... Keine Ahnung. Da drüben ist auf jeden Fall der Park. Da ist eine X-Raid-Arena drin. Und da geht gleich ein Mega-Raid auf. Und es gibt ja nur noch einen Mega-Raid gleichzeitig. Das heißt, da muss jetzt Mega-Lamus drin sein. Da möchten wir gleich mal rübergehen. Seht ihr jetzt auch hier. In knapp 8 Minuten geht er auf. Hier sitzt ein Fleckmon. Es gibt also wieder hier eine neue Forschung. Also so eine Sammler-Herausforderung. Ihr seht, da ist Fleckmon, dann müsst ihr entwickeln, einmal Lamus, einmal Lashoking und ihr müsst ein Gala Fleckmon bekommen. Gibt es auch aus einem Einer Raid. Der hier vorne dürfte aber schon weg sein. Ne, der ist glaube ich sogar noch da. Hier vorne ist ein Einer Raid, ein, ja gut, daneben gegriffen. Hier vorne ist ein Einer Raid, ein Gala Fleckmon, gibt es nicht als Shiny. Ich möchte es nochmal dazu sagen. Das ist schon, die ganzen Leute sind verwirrt. Wollen immer zu die Gala Fleckmons aus den Arenen holen, aber die gibt es nicht als Shiny. Ihr müsst aber keine Raids machen. Es gibt zwei Feldforschungen doch, die man noch machen kann. Das habe ich ja auch im Community-Tab gepostet. Wenn ihr hier mal drauf guckt, auf meinen Kanal, ne? Also meiner, nicht eurer, habe ich hier diese Übersicht gepostet und auch diese zwei Feldforschungen. Entwickel drei Fleckmon, gibt ein Gala Fleckmon und gewinne einen Raid in weniger als 60 Sekunden, gibt auch ein Gala Fleckmon. Und hier die Liste, 12.40 Uhr für den Mega Lamus Raid und welche Leute wir jetzt eingeladen haben, das sind ein paar Kommentare dabei. Ich muss das immer ordnen, nach Neueste zuerst. Und dann sehen wir hier, Madu hat sich eingetragen, Kevin, Jenaya, Gusidarit, Johnny, und dann Mazofix, Luigi Sarada, Benny, Gurkenkönig und Trainer Sir Ups. 5 auf dem einen Handy, 5 auf dem anderen werde ich einladen. 10 Stück geht ja per Fanraid. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt darüber zu diesem komischen Brunnen, weil der Brunnen ja die Arena ist. Gucken, ob wir die Handys da mal ablegen können. Das Muttertier ist auch dabei. Das steht ungefähr da. So, möchte nicht erkannt werden. Und dann melden wir uns am Brunnen wieder. So, das ist jetzt hier die Arena, die möchte ich euch kurz zeigen, wenn ich das mal rumdrehe. Ist eben ein Brunnen, ne? Ist auch aktiv, sprudelt hier raus, da ist eine Statue drauf. Und wir werden uns eine Bank suchen in der Nähe. Wir gucken mal, ob da drüben das passt, dass man da noch rankommt. Und dann laden wir euch gleich ein und machen erstmal den Raid, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch, wo das Problem war. Diese Panzerglasfolie, also dieses Schutzglas, was ich über die Linse gemacht habe, war gebrochen in der Mitte. Und deswegen hat das da irgendwie so einen komischen Schleier durchgezogen. Das heißt, das schmeißen wir kurz weg. Guckt euch das an. Panzerglas. Schnell weg. Und dann können wir auch direkt einladen. Das heißt, wir stellen mal die Kamera hin. Auf die Bank. Knien uns vor die Bank. Gehen auf die Arena drauf, dann seht ihr, wie das aufgeht. Mega Lamus, unbedingt muss man das ja mitnehmen. Ich werde wieder ein männliches und weibliches entwickeln, plus ein Shiny entwickeln. Aber mal gucken, so viele Raids braucht man davon eigentlich nicht. Ist halt jetzt kein krasses, starkes, nützliches Pokémon. Wir gucken wieder, dass ich bei den iPhones dann zuerst einlade. Hier seht ihr nochmal die Handy-Armee. Und da das Muttertier, ne? So. Weil wir waren gerade unterwegs in Meiningen und da nehme ich den Raid halt direkt gleich mit. Jetzt aufpassen, dass wir hier zuerst drücken. Ich lese euch nochmal vor, die 5, die wir einladen. Punkt. Johnny, Madu, Gusidarit, Kevin, Jenaya, Benny, Gurkenkönig, Luigi, Sarada, Mazofix und Trainer Sir Ups. Das sind jetzt alle Eingeladenen. Fleckmon, Lamus, Mega Lamus. Ist Typ Psycho und
könnte jetzt mit Unlicht eigentlich, glaube ich, angreifen. Also, was hat's denn hier? Hier hat's überall Despoda-Armee am Start. Hier hat's auch Garados drin mit Bissknirscher wahrscheinlich. Neben Garados als Wasserangreifer ist auf jeden Fall sinnvoller. Hier hat's Elektro auch mit reingepackt, weil es auch Typ Wasser ist. Und Darkrai natürlich wegen Unlicht, also Bissknirscher ist auch da, ein Despoda, Trigefallo als Unlicht-Pokémon, Giratina fliegend, Push, das heißt, das muss ich noch hochziehen, ist auch da. Könnt ihr also gucken, brauche ich jetzt nicht großartig was auswählen. 16 Leute sind drin, wenn jetzt kein Fremder dabei ist, müssten also alle da sein, 6 Stück von mir und 10 Stück von den anderen. Wir können ja mal kurz durchscrollen. Genaya, Mazofix, Benny, Luigi, Sarada, Schliene, toll, Madu, Trainer Sir Ups, Johnny, Gurkenkönig, Kevin. Ich glaube, die Schliene hat sich reingemogelt. Ich weiß gerade nicht, wer fehlt. Wenn ihr wisst, wer fehlt, sagt, schreibt es mal in die Beschreibung. Trainer Sir Ups ist drin, bei dem hätte ich jetzt erst gedacht, dass ich den nicht gelesen habe. Schliene Level 30. Ja, tut mir leid, wenn jetzt einer nicht reingekommen ist. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beheben soll. Raus mit allen, die anderen alleine machen, nochmal alle einladen. Dann blickt gar keiner mehr durch. Wir müssen das jetzt durchziehen. Fürs nächste Mal vielleicht dann doch eine private Gruppe machen oder irgendwas. Jetzt bin ich schon wieder aus der App rausgewühlt. Da ich aber nicht sehe, wo ich rumdrücke, bin ich jetzt auf den Home-Button und bin einfach rausgegangen. Keine Sorge, kein Cooldown. So, nehmen das jetzt mal mit. 100er Wert weiß ich auch nicht. Wir gucken einfach, was das Beste ist. Mit dem besten Wert. Einfach drauf geknüppelt. Ist eine Mega-Entwicklung. Das heißt, das Lamos, was ihr daraus bekommt, müsste aber shiny möglich sein. Es war bisher bei den Mega-Raids immer so, dass der Mega-Raid-Boss dann zwar geschrumpft ist, aber als shiny verfügbar war. Ihr könntet also direkt ein shiny Lamos aus dem Raid ziehen. Alternativ sitzt überall Fleckmon gerade rum als Shiny, was ihr mitnehmen könnt und dann entwickeln könnt zu so Shiny Lamus. Und Gala Fleckmon gibt es, wie gesagt, noch nicht als Shiny. Da braucht ihr jetzt keine Raids machen unbedingt. Habt jetzt auch die Möglichkeit, über die Feldforschungsaufgaben eins zu bekommen. Konzentriert euch vielleicht auf Relaxo, wenn ihr noch keins habt als Shiny. Ist momentan in den 3er Raids, fände ich auf jeden Fall viel sinnvoller, viel cooler. Und ich glaube, zum Fangen laufe ich trotzdem nochmal rüber zum Brunnen. Guck jetzt aber mal fix nach den Werden. So lange läuft das dort durch. So. 14,41. 14,24, also 41 ist das beste Grad. 14,43, 14,35, 43 ist das beste. 14,21, gut. 14,43 ist das Beste bisher. Wir haben aber das Große noch übrig. Was ist denn? Ich wollte sagen, du brauchst den Stuhl vom Natururin. Nee, der geht ja kaputt. Ich laufe mal kurz rüber zum Brunnen. Auf dem Weg dahin gucken wir mal kurz rein. 14,43, ob das jetzt noch mehr hat. Ob es ein Shiny ist, irgendwas. Shiny sieht nicht so aus. 14,30. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir stellen euch mal auf den... Stellen euch einfach in den Brunnen. Nein, nicht in den Brunnen. Ich stelle euch einfach jetzt mal hier auf den Mülleimer. Dafür ist er da. So. Auf den Mülleimer gestellt. Der riecht wenigstens schön übel. Hinter mir der Brunnen beim Fang. Könnt auch mal eine gelbe Beere nehmen. Draufzimmern, einfach fabelhaft. Hier liegen rosa Luftballons. Und irgendwie riecht sie auch übelst nach Essen. Das wäre sowieso noch sinnvoll, dann erstmal was essen gehen oder auf dem Heimweg irgendwo was mitnehmen. Dann fix den Raid hochladen zu Hause, das Video fertig machen, schneiden und dann gucken, ob wir heute vielleicht noch ein Registeel finden. Bei Registeel ist es halt wieder ein bisschen schwerer, weil wenn ein Fünfer aufgeht, du weißt ja nicht, was drin ist. Es kann Rock sein, Steel sein, Eis sein. Du musst wirklich erst warten, bis der Raid komplett auf ist, bevor du ihn posten kannst und hast dann wieder übelst Zeitdruck. Hier weißt du, wenn ein Mega-Raid irgendwo ist und in einer Stunde aufgeht, du kannst dich die ganze Stunde lang darauf vorbereiten, kannst das schon ankündigen.
Ist auf jeden Fall eine feine Sache, zumindest bei den Mega-Raids, dass da jetzt immer nur genau einer drin ist, die vielleicht dafür öfters mal wechseln. Ich finde den Brunnen immer noch ganz cool, möchte euch aber hier Meiningen, dieser 14, 15, 10, okay, Fleckmon XL Bonbon, 80 Lamus Energie. Hier sitzen auch noch so viele. Ich glaube, wir nehmen das Raupi noch mit. Das können wir nicht hier lassen. Keiner wird zurückgelassen, vor allem nicht, wenn er Raupi heißt. Und könnt ihr euch nochmal den Brunnen zeigen. Jetzt sieht das nämlich auch besser aus. Ein richtig schön klares Wasser. Innen drin lauter grüner Schmodderschlotz. Guckt euch hier die Kürbis an, wo das rauskommt. Und hier oben steht das kleine Balk. Was hat er da denn schon wieder? Digga, da liegt was und greift ihn an, beißt ihm in den Fuß. Wir laufen jetzt aber wieder zurück, holen die Mutter ab, suchen uns was zu essen, fahren heim, suchen noch ein Registier-Raid vielleicht für später und dann wieder volles Programm, morgen auch für Ispo noch Lied aufnehmen, bevor es losgeht, nach München am Donnerstag. Ich bin total fertig mit der Welt. Schreibt ihr mal rein, ob ihr ein gutes bekommen habt und schreibt mal rein, wer jetzt nicht mitgemacht hat oder wo das Problem war. Vielleicht hat er auch seinen Namen einfach geändert. Das wäre auch möglich. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.